Grüßt euch, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren 3.13 PTU-Folge. Wir wollen ja, wie versprochen, uns mal die Unterschiede von den ganzen Planeten und Monden zur 3.12 anschauen. Und wir starten mal hier bei Stanton 1, auch Hörsten genannt. Ich muss mittlerweile sagen, mit dem aktuellen Patch, ich habe eine fantastische FPS-Zahl hier bei Hörsten. Also das ist unglaublich. Also ich habe jetzt gerade 60 Frames. Das ist wirklich krass. Keine Ahnung, ob das so bleibt oder ob das jetzt ein Versehen ist. Aber ist auf jeden Fall mega. Kann so bleiben. Total gut. So, wir machen es wie immer. Und ich würde sagen, wir fangen mit Hörsten an. Und was meine ich mit immer genau? Ich zeige euch ein Bild und ihr dürft erstmal raten, ob das jetzt die 3.13 ist oder die 3.12.1. Ich kann euch vorher schon versprechen, es ist nicht überall ein Unterschied zu sehen. Viele Sachen sind halt auch schon fertig gewesen. Wir werden uns die Bilder oben angucken. Das ist nicht immer der gleiche Punkt, der auch bei der 3.12 aufgenommen wurde. Das ist leider aus sonnentechnischen Gründen fast unmöglich. Das ist eine Vielzahl von Zeit, die da drauf geht, das wirklich original abzupassen. Und danach fliegen wir dann in der 3.13 noch runter und schauen uns dann unten nochmal so ein paar Oberflächen an. Ne? Einfach zu einem Punkt. Ich habe mir eh vorgenommen, wenn die 3.13 draußen ist, nochmal eine Expeditionstour zu machen. Vielleicht machen wir das sogar bei jedem Mond mal, ja, bei Hörsten, bei jedem Planeten. Ah, mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Ne? Dann muss ich mir überlegen. So, was glaubt ihr denn, was das hier ist? Ja, da ist jeder, der jetzt gesagt hat, das ist die 3.13, falsch. Das hier ist die 3.13. Ja, man sieht, dass es ein bisschen knackiger ist, muss ich sagen. Also so ein bisschen von der Farbe, so ein bisschen intensiver. Gut, die Wolken sind immer noch gleich geblieben. Und was auch auffällt, ist erstmal so dass die einzelnen Zonen da unten so ein bisschen schärfer sind. Ne, zumindest bilde ich mir das ein. Ich würde sagen, wir fliegen mal runter, unten zu diesem, ja, zu diesem Gelben. Mal gucken, ob da irgendwas ist, wo wir hinlanden können, aber ich glaube nicht. Deswegen gebe ich mal einfach Gas, fliege da unten mal hin und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich dann unten gelandet bin. So, Freunde, wir treten in die Atmosphäre von Hörsten ein und ich muss sagen, das gefällt mir alles sehr, sehr, sehr gut, was ich da unten sehe. Also, wie der Detailgrad hier ausgearbeitet ist in den Texturen, das ist schon wirklich richtig cool. Ob das jetzt in der 3.12 exakt schon genauso war, kann ich euch gar nicht so genau sagen. Ich glaube nicht. Ne, sieht auf jeden Fall top aus. Ne? Und Stanton ist ja somit jetzt auch fertig mit den aktuellen Paints, also mit den Texturen, Oberflächen, mit den Biomen, das sollte alles, die Assets sollten soweit aufgeteilt sein. Und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo wir hier landen. Können ja mal hier so ein bisschen in so eine Grenze gehen, wo es so ins Gelbe übergeht. Ein bisschen langsamer werden, denn wir wissen ja, Hörsten hat dann doch so ein bisschen Anziehungskraft.
Wir sind zwar jetzt nur mit einer Pisces unterwegs, aber man kann ja nie wissen. Ne? Besser vorsichtig. Hörsten besteht ja aus den verschiedensten Biomen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele das waren. Ich glaube so sieben verschiedene Biome, meine ich, mal gehört zu haben. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr das genauer wisst. Aber ich meine, es waren irgendwie so sieben. Die Hörsten-Familie, die hat sich das Ding ja irgendwann gekrallt. Dieses ganze Planetensystem hat sich dann den Planeten geschnappt als Hauptsitz und hat ihn dann mal von Stanton 1 auf Hörsten getauft und die Monde drumherum, die gingen dann auch an verschiedene Mitglieder der Hörsten-Familie vom Namen her. Die gucken wir uns aber auch gleich noch an, wenn wir hier unten mal gelandet sind. Jetzt war ich mal gespannt, wie jetzt die ganzen Assets hier auftauchen, wie sehr sie aufploppen oder ob sie ja, so sämig erscheinen. Aber ich vermute mal, sie werden so ein bisschen aufploppen, weil das hat auch nichts mit den Texturen zu tun. Das hatte ich ja auch schon mal erwähnt. Das ist eine ganz andere Geschichte. Hier geht es wirklich nur um die Paints. Das sieht man hier sehr, sehr schön. Ne? Links gelb, dann geht es so ins Rötliche über. Und dann wird es langsam, kriegt es langsam diese typische Hörstenfarbe da rechts. Ne? Und das ist jetzt praktisch, wie gesagt, final abgeliefert. Plus die ganze Verteilung und auch die Vollständigkeit der Assets auf der Oberfläche. Assets sind sowas wie Steine, Kakteen, alles Mögliche. Ne? So, jetzt ist hier ein Stürmchen. Das ist natürlich klar, typisch für Hörsten. Ne? Denn die Hörsten-Familie hat sich nicht nur die Namen genommen, sondern die haben sich auch noch das ganze Ding hier versaut. Ne? Richtig, richtig, richtig ausgebeutet haben sie das Ding. Also wir fliegen mal so ein bisschen weiter, bis wir den Sturm hier hinter uns gelassen haben. Aber ich muss sagen, ich habe immer noch an die 50 bis 60 FPS trotz Sturm. Also ich bin da wirklich sehr zufrieden. Ne? Und auch das Aufpoppen der Assets, muss ich sagen, ist jetzt gerade nicht so schlimm. Gehen wir noch ein bisschen runter. Ja, also sieht doch erstmal ganz geil aus. So, wir fliegen mal so ein bisschen weiter rechts, dann gehen wir nochmal runter und landen nochmal und gucken uns auch nochmal die Bodentextur an. Wir wissen ja, vom letzten Vergleich war es ja so, dass manche Monde hatten so eine Art, ja, wie soll ich sagen, falsch eingestellte Bodentextur-Mapping. Ne? Man muss sich vorstellen, viele Sachen werden halt auf Oberfläche gemappt, das heißt, man hat so eine gewisse Textur und die wird dann über eine Fläche drauf oder auf eine Fläche draufgelegt. Und wenn man die zum Beispiel zu klein einstellt, dann sieht man die Wiederholungen, ne, von dieser Textur. Und das war halt bei manchen Monden und Planeten der Fall. Hier fällt mir das jetzt nicht auf. Abgesehen davon sehe ich auch kaum was durch diesen Sturm. Aber wir fliegen einfach... Ah, doch, da. Ne, da habt ihr das gesehen. Da unten. Das ist das, was ich meine. Ne, das ist eine Sache, das gefällt mir persönlich nicht. Ne, wenn ihr jetzt den Boden euch anguckt, das sieht so aus, als wenn das irgendwie sich komplett wiederholt von der Textur her. Ne, das ist irgendwie wie so ein Flickenteppich. Ne? Und das ist natürlich eine Sache, da das müssen sie eigentlich da. Also ich hätte gedacht, das ist jetzt weg. Aber gut, ist es halt eben nicht. Ne, aber vielleicht kommt es ja noch. Vermutlich. Muss ja. Ne? Sonst so geht das nicht. Gut. Oh! 30.000er, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich mal wieder. Ne? Und ich dachte, das läuft so gut. Also bis gleich. So, Freunde, wir sind mal gelandet und wir haben Sträucher im Schiff. Ja, ich wollte eigentlich an einem waldigen Gebiet landen, weil ich mal gucken wollte, ob es jetzt mittlerweile Sträucher zu pflücken gibt. Denn es soll ja neue Sachen geben. Vielleicht mache ich das auch noch. Aber trotzdem, guckt euch das an, das sieht doch richtig geil aus. Ne? Es soll wohl auch ein neuer Staub
eine neue, ja, ich nenne es mal Technologie, ja, so ein bisschen, das soll so ein bisschen nebelig und wirklich windig, staubig wirken. Das werden wir dann später auch auf Daimar noch beobachten, ne? Wahrscheinlich auf verschiedenen Monden. Und sieht doch auf jeden Fall schon mal ganz geil aus, ne? Auch diese unterschiedliche Sicht nach hinten. Hier vorne ist es halt auch noch schön, knackig, scharf die Farbe. Und umso weiter das nach hinten geht, umso desaturierter wird das. Ne? Das sieht man ja auch schon hier an der Kaktee. Ne? Da ist das halt auch schon, ja, das ist geil, finde ich gut. Ne? Wirkt richtig geil auch da hinten, dass das dann so, ja, kaum noch zu sehen ist. So hat man so ein bisschen das Gefühl, dass der Sturm halt hier wirklich durchfegt. Ne, und nicht irgendwie so flächendeckend irgendwie draufgesetzt wurde. Ja, gefällt mir. Das ist echt, echt schick. Ne, genau. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier die verschiedenen Assets und Biome gut verteilt. Gut, die Bodentextur, die sieht hier jetzt in dem Fall ziemlich cool aus, muss ich sagen. Das gefällt mir ganz gut. Das ist auch ordentlich scharf. Die Steine fliegen hier auch nicht. Ne, das ist aber auch schon länger nicht mehr da. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass Horsten jetzt unbedingt schon, dass das jetzt um 180 Grad gedreht hat und dass das vorher total Mist war. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Es kann auch sein, dass hier an Horsten nur ganz minimal noch optimiert wurde. Was halt auch dazu gekommen ist, ist, dass die Biome und die Wetterdaten jetzt richtig funktionieren. Und dass es halt an den Polen dann wahrscheinlich kälter ist als halt in der Mitte, in der mittleren Region. All solche Sachen, das ist jetzt, sollte jetzt richtig sein. Ja, ne, soweit zu Horsten. Ich würde sagen, ich warte jetzt nochmal, bis die Sonne sich so ein bisschen gedreht hat. Und dann fliegen wir nochmal zur Operei. Und da sollte ein bisschen Wald sein. Und dann gucken wir uns das da nochmal an, wie das da aussieht. Und wie schon angekündigt, werden wir, wenn die 3.13 dann live gegangen ist, auch mal eine schöne Horsten-Expedition machen. Da werden wir uns ein paar Highlight-Spots raussuchen. Und das werden wir dann bei jedem Planeten oder Mond mal machen. Da, wo es sich auf jeden Fall lohnt. Ich denke mal, wir werden erstmal nur die Planeten nehmen. Die Monde, das ist zu karg. Aber die Planeten sind schon echt toll. Microtech werden wir das auch nochmal machen. Und wenn Crusader dann draußen ist, dann werden wir das auch nochmal machen. Arcorp, gut, da müssen wir das jetzt nicht groß tun, weil das ist ja ein Stadtplanet. Das ist ein wie das andere, ne? Aber wenn es was zu sehen gibt, dann lohnt sich auch eine Expedition, Freunde. Gut, dann mache ich mich wieder zurück zu Anvil Pisces, warte mal so ein bisschen, bis die Sonne sich gedreht hat und dann landen wir nochmal in Operei und gucken uns nochmal ein paar Bäume an, würde ich sagen. Freunde, also bis gleich. So, Freunde, ich habe einen kleinen Powernap gemacht und jetzt ist in Operei auch hell. Und jetzt fliegen wir mal hin und gucken uns das Ganze nochmal an. Hier ist auch nochmal Wasser. Können wir nochmal gucken, ob wir einen Seestern finden. Ja, und dann schauen wir mal. Ja, aber im Grunde genommen sieht das schon alles sehr, sehr, sehr geil aus. Also, kann man nicht anders sagen. Und mit der Planetech V4, die ja mit der, ich weiß gar nicht, wann kam die denn rein? War das die 3.10? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Da hat sich natürlich der größte Teil geändert. Da war richtig, wow, so ein richtiger Wechsel. Und das hier jetzt ist wirklich, wie ja schon öfter jetzt gesagt, das sind ein paar Ground Textures, ein paar Geologies, also so Steine, Steinvarianten, Assets sind halt dazugekommen, verschiedene Varianten und die Aufteilung und der Paint, ne, der ist halt auch ein bisschen optimiert worden, ne, das halt von außen, ne, und das ist das, was wir uns jetzt im Vergleich auch angucken, was man vom Außen halt sieht, ne, dass die, da, das ist halt, ja, wir werden es ja sehen, ne, wie gesagt, es ist ja erst der erste Planet hier und ich denke mal, wenn wir dann durch sind mit dem Stanton-System, dann sind wir da auch ein bisschen schlauer. Ich will das jetzt auch nicht zu sehr in die Länge ziehen, ne, aber das ist halt, man muss sich das einfach angucken, weil es einfach geil aussieht. So, hier bei Operei sollte eigentlich ein Wald sein, zumindest so ein bisschen Bäume. Schauen wir mal, wie das Ganze jetzt aussieht. Und auf jeden Fall sieht das hier unten schon mal sehr, sehr geil aus wieder. Ja, auch hier mit der Atmosphäre, ja, es ist die Sonne, die geht auch gerade auf, schrägstrich unter, man weiß es nicht so genau. Und das sieht ja immer sowieso sehr geil aus, finde ich. So, bis jetzt sehe ich noch keine Bäume, aber kann auch sein, dass wir sehr, sehr hoch sind. Kann aber auch sein, dass sie die Bäume hier bei Operei weggemacht haben. Obwohl, nee, ich glaube, da kommen sie. Also vereinzelt. Ja gut, von Wald kann man jetzt nicht wirklich sprechen. Ne? Aber
sieht schon geil aus. So, ich würde sagen, wir gehen hier mal runter. Irgendwo. Nochmal da vorne. Da, wo der Kaktus ist. Dann gehen wir mal runter. Der Riesenkaktus. Der eine. Und dann gucken wir uns nochmal an, ob wir irgendwie was finden, was wir hier pflücken können. Und dann fliegen wir nochmal rüber zum Meer. Gucken uns das da nochmal an. Zack. Machen die Butze mal aus hier. So, das Licht. Ist das überhaupt Licht? Guck mal ganz kurz. Nee, irgendwie nicht. Aber es ist trotzdem irgendwie an. Boah, keine Ahnung. Ist auch an, obwohl ich das Schiff jetzt ausgemacht habe. Egal. Ich steige jetzt aus. Ja, hier haben wir wieder ganz viel Wildwuchs in unserem Schiff. Ne, müssen wir wieder hier mal die Heckenschere mal wieder ansetzen. Das Ganze hier mal kurz ganz entspannt mal an. Sehr, sehr cool. Schon Wind. Mal gucken wir mal, ob wir hier irgendwas finden. Irgendeine Beere, irgendeine Banane oder irgendwas. Ich will doch nur was pflücken. Was fliegt denn da? Ah, guck mal. Da kommt gerade eine Freelancer. Ah, das ist das Geile an Star Citizen, ne? Finde ich. Ah, ich liebe das. Und der hat uns wahrscheinlich auch gar nicht bemerkt. Gehe ich zumindest von aus. Bilde ich mir zumindest ein. So. Da, ne, das ist wieder so eine Kaktusfrucht. Die können wir leider nicht pflücken. Fällt mir jetzt auch nichts auf, was jetzt wirklich irgendwie neu ist. In irgendwelchen Dingen. Alles schon mal gesehen. Auch die Teile hier kennen wir bereits. Ne, guckt euch das an. Boah, das sieht so gut aus. Und das ist nicht mein Zampfe, dann weiß ich auch nicht. So, hier haben wir so ein paar Steine. Ja klar, also das hat sich auf jeden Fall verbessert. Ne? Hier diese ganze Textur auf den Steinen. Ja, das war jetzt mit der 3.12, ging das schon los. Kann sogar auch sein, dass Hörsten damals da schon bei war. Aber spielt ja auch keine Rolle. Ne? Wir gucken uns das jetzt an und wenn es gut aussieht, dann machen wir einen Haken dran. So, hier, das sind übrigens diese Büsche. Oh, ich glaube, die sind aber neu. Oh, die kenne ich, glaube ich, noch nicht. Die habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Kannst du sogar raufgehen. Ich glaube, das ist kein Tier. Dass das gleich wegkriecht. Ah, das ist auf jeden Fall. Das habe ich noch echt noch nicht gesehen. Das ist echt ganz cool. Ich glaube, das sind diese Büsche, die dann so über die Prärie fegen. Ne, wenn die dann irgendwann so getrocknet sind. Ja, das kommt mir auch nicht bekannt vor hier. Oh nein, nicht. Nein, bleib. Oh. Crash to Desktop, Freunde. Ja, die Server sind gerade wirklich ein bisschen zickig. Ich wollte euch eigentlich das auch mit der Degradation zeigen. Aber wenn das natürlich immer ein Crash to Desktop gibt und 30 Ks, dann geht das schlecht. Ne? Aber mal gucken. Ich habe nur ein Crash to Desktop. Wir gehen nochmal rein. Vielleicht habe ich Glück und ich komme wieder dahin, wo ich gerade gestrandet bin. Also, Freunde, bis gleich. Ui, ja, Glück gehabt, würde ich sagen. Hauptsache mein Schiff ist noch da. Wo ist es? Ah, ich glaube, da hinten ist es. Wo es nicht mehr angezeigt wird als mein Schiff. Aber egal, ich sehe das Licht noch. Siehst du, gut, dass das Licht an war. Ja, das hätten wir jetzt echt ein Problem. Genau, also ich glaube, dieses Wurzelwerk hier ist auf jeden Fall auch neu. Würde ich jetzt zumindest mal sagen. Ich habe das irgendwie so noch nie gesehen. Aber das heißt nichts. Ich bin ja jetzt hier nicht. Guck mal, da hinten sieht man übrigens auch noch die Station durchleuchten. Ah ja, da geht auch das Schiff wieder in die Luft. Na, der hat anscheinend keinen Crash Test. Obwohl, wer weiß, ne? Vielleicht doch. Auf jeden Fall, wie gesagt, leuchtet da hinten so ein bisschen die Station. Sieht man so ein bisschen besser, als wenn man ranzoomt. Egal. Wir gehen mal zurück zu unserem Schiff. Fliegen nochmal an den Strand kurz. Ach, guck mal, wie auch das Licht hier zwischen den Bäumen so durchbricht. Ja, das sind nicht nur die Schatten auf dem Boden, sondern wirklich auch diese Lichtstrahlen, ne? Die hier so schon echt nice. So, gut. Dann gucken wir mal, ob wir auch noch in unser Schiff reinkommen. Ich bin mir so sicher. So, dann noch ein ganz kurzer Ausflug an den Strand. Oh, was ist das hier? Haben wir auch so noch nie gesehen. Aber ja, ne, das ist die Frage der Fragen bei Star Citizen. Ist das neu oder war das schon immer so?
ist die Frage der Fragen. Oh, aufgelassen. Sehr gut. Ah, ich bin. Ich, ah, ja, doch. Man kennt ja mittlerweile seine Pappenheimer. Ja, der ist. Also, dieser PTU-Bild hier, der ist wirklich. Gefühlt alle halbe Stunde 30k oder irgendein sonst ein Absturz. Aber. Nee, das ist das Licht. Das ist, weiß ich nicht, wahrscheinlich so ein Landelicht, was noch ein bisschen zu hell eingestellt ist. Das würde ich mir bei manchen anderen Schiffen auch wünschen. Ja. Genau, aber dafür sind die FPS hier bombastisch gut. Also wirklich, ich habe hier gerade 60 FPS auf Horst. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, das kann sich kein Mensch vorstellen. So, müssen wir mal kurz gucken, wo war denn hier das Wasser? Kurz im Kreis drehen. Kann man, ich glaube, da hinten. Ja. Ah, ich glaube, ja. Gehen wir mal hin. Dann fahre ich das nochmal aus. Ausgefahren. Obwohl, nee, machen wir rein. Sieht besser aus. Außerdem ist das Schiff dann viel aerodynamischer. Wenn man hier von Aerodynamik sprechen kann. Aber wie gesagt, schreibt mir bitte mal in die Kommentare, ob ihr irgendwie schon mal irgendwas zum Sammeln gefunden habt. Das würde mich echt mal interessieren. So, hier, guck, das sieht doch gut aus hier. Sieht aus wie Strand. Mal schnell mal runtergehen, bevor es jetzt komplett dunkel wird. So. Zack, zack, zack. Alles wieder aus. Los geht's. Ja, das Schöne am, was heißt das Schöne, aber der einzige Vorteil am Crash to Desktop ist, dass man halt, wenn man Glück hat, kommt man wieder auf seine alte Instanz. Also, wo ist jetzt das Meer? Ich glaube, da. Ja, aber auch hier sehe ich jetzt nichts zum Pflücken. Ins Meer, da gehen wir mal nicht rein. Das ist ein bisschen riskant noch. Das ist auf jeden Fall auch neu hier. Diese Steine hier, die so ein bisschen so mit so Muscheln besetzt ist. Zumindest hatte ich das irgendwo in einem Inside Star Citizen mal gesehen, dass sie das mitgezeigt hatten. Heißt aber nicht, dass das in irgendeiner Weise schon mal irgendwie mit drin war und einfach nur verbessert wurde. Das kann natürlich auch sein. Zumindest ist da irgendwas mit passiert. Hier wieder diese versteinerten Schwämme. Ich als Geologe, ne, weiß natürlich die Fachbegriffe dafür. Erkenne sofort, was das ist. So, hier, das ist doch auch so eine Korallenart. Sehr, sehr schön. Aber nichts zum Sammeln. So, also, jetzt ist es also wirklich dunkel hier. Die Sonne ist runtergegangen. Auch sehr cool, dass, finde ich, dass so hier dieser Bereich noch so ein bisschen nass wirkt, finde ich. Das ist auch sehr geil. Hat man so ein bisschen das Gefühl, dass hier auch so ein bisschen Leben in der Bude ist vom Wasser. Finde ich echt nicht schlecht. Oh, ich würde es echt... Oh, hier. Ein Seestern! Ich würde es echt cool finden, wenn man, selbst wenn es wirklich total selten ist, hier so was Wertvolles finden kann, wie so eine, keine Ahnung, so eine Muschel oder so, mit so einer Perle drin oder irgend sowas, ne, oder hier so ein Pilzstein, ne, ihr wisst, was ich meine, irgendwas, wo man sich wirklich drüber freut, also das darf natürlich nicht jetzt alle 2 Meter da sein, ne, weil es muss ja auch wirklich ein Erlebnis sein, dass du sagst, oh, hier, geil, ich habe eine gefunden, hast du schon eine, nein, aber ich habe schon 3 Stunden gesucht, ne, so, das würde ich total cool finden. Schon wieder so ein Steinchen. Ja, wie das immer so ist bei Star Citizen, gerade wenn man sich so die Grafik und so anguckt, man kommt immer sehr, sehr schnell ins Schwärmen und Träumen und vergisst dabei die Zeit. Deswegen würde ich sagen, machen wir uns jetzt mal auf zum nächsten Mond von Hurston und sehen uns dann an der Stelle gleich wieder. Und ihr dürft wieder raten, ist das die 3.12.1? Oder ist es 3.13? Also gleich. Bis gleich, Freunde. So.
So, Aberdeen, ein Mond von Hörsten oder auch Stanton 1, je nachdem, in welcher Zeitlinie man lebt. Was sagt ihr? Ist das die 3.13 oder ist das die 3.12.1? Richtig, das ist die 3.13, jeder, der das gesagt hat. Obwohl ich sagen muss, hier einmal im Vergleich, die 3.12.1, dass das eigentlich fast genauso gut aussieht. Gut, ich finde, man hat jetzt hier bei der 3.12.1 noch ein bisschen das Gefühl, das ist ein bisschen schärfer, aber ich glaube, das liegt an der Atmosphäre. Hier nochmal das Vergleichsbild zur 3.13. Ich denke mal, diese grauen Schatten, die sind einfach, das sind einfach Wolken. Das ist ein bisschen die diesige Atmosphäre. Man soll da ja auch gar nicht so scharf drauf gucken können. Das Ding ist ja wirklich ein Sumpf von giftiger Luft und Atmosphäre. Und ich würde sagen, wir donnern mal runter und gucken uns das Ganze mal an. Also, dann, ich lege los. Treten wir auch schon ein in die Atmosphäre von Aberdeen, unserem Gefängnismond. Und wir müssen hier auch gleich schon ein bisschen die Kurve kriegen, denn so hoch oder so weit geht die Atmosphäre gar nicht. Ihr seht schon, der Boden kommt schon gefährlich nah. Ich gehe mal in die Innenperspektive, nehme mal so ein bisschen Speed raus, werde mal so ein Gegenlenken, werde mal so ein bisschen Gas geben. Aber dadurch, dass wir hier die Pisces haben, mit dem Ding kann man dann super handeln. Das ist ein richtig schöner Snapfight. Keine Gefahr. Hätten wir jetzt die Prospekte hier mit dabei, dann wären wir sowas von verloren gewesen. So, wir werden hier mal landen. Ihr seht auch hier, das ist diesig bis zum geht nicht mehr. Ich bin jetzt einfach mal runtergeflogen. Vielleicht finden wir auch eine Höhle, aber glaube ich nicht. Ja, und ihr seht hier unten auch, das sieht einfach saugut aus. Ja, die ganze Oberfläche sehr, sehr schön durchmarmoriert, sage ich mal. Um mal wieder bei den Fachbegriffen zu landen. Sehr, sehr geil. Dann haben wir ja in den letzten Videos auch schon gesehen, dass die Bäume enorm zugenommen haben. Was leider immer noch ist, dass die so ein bisschen aufpoppen. Das ist leider so. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich habe auch in der Einstellung schon wirklich die höchste Stufe. So, aber auch hier muss ich sagen, ihr seht das unten am Boden, diese Grundtextur. Die ist, für mich wiederholt die sich zu oft. Das ist wirklich, das sieht noch nicht so richtig gut aus irgendwie. Keine Ahnung, warum das so ist. Ihr könnt mir ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob das jetzt bei euch auch so ist. Ob das auch so eine, wie soll ich das einfach erklären? Dass die Textur sich einfach zu, die ist einfach zu klein eingestellt. Man hat das Gefühl, das wiederholt sich einfach hier zu oft. Wir gehen mal runter, gucken uns das mal in der Nähe an. Dann kann ich euch das wahrscheinlich besser zeigen. Ich hoffe, ihr seht das auch, aber müsste man eigentlich. Also diese weißen Flecken da unten auf dem Boden, das ist einfach zu klein eingestellt. Und das ist ja eigentlich, das sind ja eigentlich diese Paints. Und die, dachte ich, sind einfach jetzt richtig eingestellt. Aber anscheinend dann doch noch nicht. Aber gut, das ist jetzt, glaube ich, auch gar nicht so das Problem. Das ist wirklich nur eine Oberflächentextur. Die lässt sich schnell mal anpassen. Ich fliege aber nochmal weiter. Ich will nochmal gucken, ob wir hier irgendwo noch finden, was wir jetzt noch nicht gesehen haben. Irgendwelchen Geschichten. Hier unten sind so ein paar Gräser. Ja, klar, die Steine
sind optimiert worden. Aber, wie ich schon sagte, das muss jetzt nicht in der 3.12 passiert sein. Also das kann, viele Sachen sind auch schon mit der 3.13 passiert sein. Das viele sind auch schon mit der 3.12 reingekommen. Die Stanton System Polishing sagt ja eigentlich nur aus, dass das jetzt eigentlich komplett ist. Und ich glaube, da hatten noch ein paar gefehlt. Uns wird das auf jeden Fall auffallen. Von außen muss ich sagen, jetzt hatte ich ja gerade schon gesagt, der ist jetzt kaum ein Unterschied. Ja. So, hier gehen wir mal runter. Zack, zack. Ja, und wenn irgendwann mal Stanton wirklich komplett sein sollte, also richtig tutti kompletti, dann werde ich auch nochmal so ein sehr aufwendiges Vergleichsvideo machen, wo man auch wirklich die verschiedenen Stationen, Unterschiede sieht und so weiter und so fort. Ich hoffe, wir kriegen wieder ein Crash to Desktop. Der zuppelt schon wieder so. Ja. Aber hier unten fällt das mit der Textur jetzt nicht so auf. Gut, wenn man da hinguckt, schon. Ne, da sieht man das hier schon wieder. Hier ist wieder der gleiche Fleck wie hier. Das sind alles die gleichen Flecken. Ne, und das ist halt das, was ich meine. Das passiert meistens, wenn die Textur nicht tilt. Also, so nennt sich das. Das ist so eine Art, wie sagt man das auf Deutsch? Ja, wir sprechen bei uns auf der Arbeit immer alle Englisch. Deswegen ist es immer so schwierig, das auf Deutsch zu erklären. Dass praktisch eine Textur, muss man sich vorstellen, ist ein Quadrat, jetzt mal ganz grob gesagt. Was, wenn man das aneinander packt, sieht man keine Kante und keine... Also man sieht nicht, dass das jetzt aneinander gepackt ist. Das geht so in eins über. Und das ist natürlich schwierig, wenn das Quadrat sehr klein ist. Dann sieht man natürlich sehr schnell eine Wiederholung. Es muss halt sehr groß sein und es muss halt so sein, dass das Auge es optisch nicht erkennt, dass es eine Wiederholung ist. Ne? Das geht, aber dafür müssen solche Bodentexturen natürlich irre groß sein, weil wir das natürlich von einer sehr weiten Entfernung beobachten können. Ne, das ist nicht so einfach. Also ich denke mal, die sind sogar schon sehr groß, diese Dinger. Aber wir erkennen das natürlich. Ne? Umso weiter wir wegfliegen, umso eher erkennen wir halt eine Wiederholung in dieser Grundtextur. Und das ist halt, wie gesagt, alles nicht so einfach. Gut, wieder ins Schwafeln gekommen. Auf jeden Fall, das sieht auch sehr geil aus. Die Dinger hier, weiß ich gar nicht, ob die vorher schon da waren. Sieht so ein bisschen aus so wie versteinerte Bäume. Obwohl die eigentlich auch. Sieht eher aus wie ein kaputter Baum. Gucken wir uns nochmal die Steine an. Wie die jetzt aussehen. Ja. Ja. Ja, kann man lassen, ne? Würde ich sagen. So, jetzt ruft mich OMC Hitman CH an. Grüß dich. Aber ich muss dich jetzt leider wegdrücken. Weg. Aber ich wünsche dir trotzdem einen wunderschönen Tag. So, wir gehen zurück zu unserer Pisces, machen uns auf zum nächsten Mond von Stanton 1. Ich würde sagen, bleiben wir erstmal bei der Farbe Gelb und fliegen nach Areal und schauen uns das ganze Ding mal an. Freunde, also bis gleich auf oder beziehungsweise vor Areal. Und hier wieder die Frage 3.13 oder 3.12.1. Richtig, das ist die 3.12.1. Und das hier ist jetzt die 3.13. Und was sagt er? Ganz geil, oder? Ist klar, ich bin jetzt nicht an dem gleichen OM wie jetzt hier bei der 3.12.1. Aber trotzdem sieht das mega geil aus. Ne, die Farbe, klar, die ist ungefähr gleich. Aber wir sehen hier auf jeden Fall ein klares Repainting, eine klare Repainting-Überarbeitung. Dass die Flecken haben enorm zugenommen, sind viel deutlicher geworden. Und ich bin jetzt so ein bisschen rumgeflogen und es ist wirklich auf allen Seiten so ein bisschen so. Ne, klar, das ist jetzt die Sonnenseite hier von Areal. Aber wir haben überall diese Flecken und die sieht man hier nochmal zum Vergleich der 3.12. Ich sage jetzt nur noch 3.12 übrigens, weil die Punkt 1, das ist mir jetzt zu anstrengend. Und da sieht man halt eindeutig, dass das besser geworden ist. Übrigens wollte ich euch auch noch zeigen, hier, guckt euch das mal an, wie meine Scheibe mittlerweile aussieht.
Ne? Junge, Junge, Alter, da muss ich aber ganz schnell zu Karglas. Ich weiß gar nicht, ob man außen schon irgendwie was anderes noch sieht. Mal ganz kurz gucken hier, wie die Hülle aussieht. Warte mal, ich gehe mal direkt mal in die Sonne. So. Boah, die sieht eigentlich noch ganz vernünftig aus. Aber die Scheibe, Junge, Junge, da ist ja... Da ist nicht mehr... Bald nicht mehr viel zu sehen. Gut, egal. Dafür sind wir nicht hier. Wir fliegen mal runter und gucken uns das Ganze mal von unten an. Und ich würde sagen, bis gleich. Auch hier treten wir in die Atmosphäre ein und auch hier ist der Weg zum Boden nicht mehr so weit. Deswegen drehe ich mal hier schon mal so ein bisschen die Kurve. Soll nicht zu sehr runtergehen. Ich würde sagen, wir gucken uns mal diesen gelben Übergang da an. Machen wir schon ein bisschen runter vom Gas. Ein bisschen hochziehen. Und dann ist das Eis gar kein Problem für uns. Schnell. Übrigens auch so die Sounds zwischen draußen und drinnen und so in dem Schirm. Das ist schon alles ziemlich geil. So, aber das haben wir ja schon mal festgestellt. Ja, wenn man halt so eine ruhigen Videos macht, wie so eine Planetensichtung oder Exploration, dann fallen einem eigentlich immer so am besten diese ganzen schönen Dinge auf, weil man sich da auch einfach für Zeit nimmt. Ja, das ist, das muss ich immer wieder feststellen. Sonst, wenn man halt irgendwelche Bunkermissionen macht oder Kopfgelder jagt, dann hat man einfach einen anderen Fokus und dann achtet man nicht so schön auf sowas. Auch hier muss ich sagen, der Boden, ne, die Textur, das habe ich mir besser vorgestellt, Freunde. Das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ist schwierig, das zu regeln, das weiß ich, aber vielleicht sollte man dann einfach nicht mit wiederholenden Maps arbeiten. Ich weiß auch nicht genau, wie man das löst. Aber ich hoffe, das kriegen die noch hin. Der Rest ist tippitoppi. Da kann man nichts sagen. Das ist wirklich richtig gut. Aber dieses Getille da unten, das ist nix. Na, hier, ich meine, bei den großen Flecken geht es ja auch. Das ist ja auch ein riesengroß gezogenes Mapping wahrscheinlich. Na, ich denke mal, da unten, das, was sich da so wiederholt, das ist auch gar kein Farbmap. Sondern das, oder keine Farbtextur, das wird wahrscheinlich eine Bump-Textur sein, also eine Höhenmap, ne, die sich da wiederholt. Vermute ich mal. Na, hier seht ihr auch das richtig gut, dass diese Quadrate da unten, ne, die sind auch gar nicht so groß. Ne, aber ich vermute, das sind einfach diese Höhenmaps, ne, dass man das Gefühl hat, die Steine kommen so hoch. Das sind ja jetzt keine wirklich polygonbasierten gebauten Dinger, das würde die Performance hier absolut in die Knie ziehen, sondern das sind wirklich so, ja, vom System vorgegaukelte Höhen, sag ich mal. Ne, das sind eigentlich keine. So, das sieht nur so aus. Ne, und das ist wahrscheinlich der Casius Knactus hier, der uns halt diese Wiederholung da zeigt. So, ansonsten muss ich sagen, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier wirklich aussteigen wollen. So viel gibt das jetzt nicht her. So, hier, diese Steine könnten neu sein. Ah, was jetzt wirklich neu ist. Ja, es geht eigentlich auch gar nicht darum, jetzt die neuen Sachen zu finden. Klar, wenn wir sie finden, ist gut. Aber es geht jetzt in erster Linie erstmal so um den Gesamteindruck. Und der ist natürlich super. Ne? Also gar keine Frage. Auch von der Atmosphäre her, vom Licht her, ne? Von dem Dampf her. Alles super. Nur halt diese wiederholenden Texturen da unten, das
gefällt mir persönlich nicht. Das macht es halt so ein bisschen kaputt. Ja, weil das bringt einen sofort zurück zu einem Computerspiel. Und das hier ist einfach kein Computerspiel. Ja, das ist Realität. So, hier wird jetzt ein bisschen gelber, das Ganze. Hier sieht man diese Bodentextur nicht mehr ganz so deutlich. Aber sie ist da, das kann ich versprechen. So, und ja. Ne? Aber auch Areal, ne? Kein Mond, wo ich jetzt unbedingt Urlaub machen wollen würde. Sieht sehr schwefelig aus. Ne? Diese, auch diese Geysire, das könnten so Schwefelgeysire sein. Aber sonst alles gut. Naja, wie gesagt, nur die Bodentextur. Die ist nicht so. Nicht so doll. Gut, dann mache ich mich wieder auf. Und wir fliegen mal den nächsten Mond an. Und ihr dürft wieder raten. Also bis gleich. Und ihr dürft wieder raten, was sehen wir hier? Richtig, das ist Magda. Das ist schon mal volle Punktzahl. Aber ist das die 3.13 oder ist es die 3.12.1? Es ist die 3.13. Und hier zum Vergleich die 3.12. Und wie man hier auch sieht, das ist in der 3.12 auch schon ganz gut gewesen. Ne? Ja, ein bisschen Umstrukturierung der ganzen Oberflächen, Paints, so ein bisschen Anpassung, die Übergänge, alles ein bisschen besser geworden. Also aber nur so, aber ne, minimal. Ne, aber auch hier die blaue Corona, die man hier sieht, um den Mond rum, ne, diese Atmosphärenschicht, auch die war in der 3.12 schon gut. Und ja, ich würde sagen, nicht lang schnacken, runterfliegen. Ne, ich fliege mal so eine blaue Stelle an und wenn wir sie dann noch sehen, ne, ihr seht hier meine Scheibe, die wird immer schlechter. Vielleicht muss ich dann zwischendurch mal reparieren gehen. Aber wir fliegen jetzt mal dahin. Also, Freunde, bis gleich. Schiffshülle glüht, das bedeutet, wir dringen in die Atmosphäre ein. War jetzt nicht so ein wildes Glühen, ne? Vielleicht ist die Atmosphäre auch hier viel dünner, kann ich mir vorstellen. Aber ja, so ist das. Ne? Müssen wir mal beobachten, wie das so dann in der Live-Version läuft. So, wir gehen mal hier runter. Ich fange das Schiff mal wieder so ein bisschen ab. Gucken uns das ganze Blaue hier unten nochmal an. Irgendwann in einem Inside Star Citizen als uns Magda präsentiert wurde, meine ich mich zu erinnern, gab es auch so was liegt denn da hinten? Und wieder abgelenkt. Gab es so große Stalagmitensteine, so richtig große. Ne? Und irgendwie kamen die nie so richtig ans Spiel. Ne? Habe ich zumindest noch nie welche gefunden. Könnt ihr ja mal auch in die Kommentare schreiben, ob ihr mal welche gefunden habt. Aber wahrscheinlich ist das ein meine Bestein. Ja, genau, da ist er. Das war mir klar. Ja, die sieht man immer. Sieht man immer schon aus weiter Entfernung. Ein Riesenbrocken. Ne? Aber auch hier, muss ich sagen, sieht sehr, sehr geil aus. Aber auch hier haben wir die wiederholende Boden-Bump-Textur.
Ich bin mal gespannt, wie das denn in anderen Systemen ist. Bei zum Beispiel bei Daymar, ne, da ist mir das zum Beispiel noch nie aufgefallen. Nicht, dass das verschlimmbessert wurde. Ne, das wäre nicht so schön. Ich meine, das war in der 3.12 auch schon so. Das weiß ich. Ne, da ist mir damals schon aufgefallen. Aber nun gut. So, wir gehen mal hier runter. Das Ganze mal von unten an. So, aber ich sehe hier auch überhaupt gar keine Kristalle. Oder war das nicht Magda? Doch, es war doch Magda, oder nicht? Oder war das Ita? Ich weiß es nicht. Ja, wir werden es sehen. Ne, kann auch sein, dass das Ita war mit den Kristallen. Wenn es hier keine Kristalle gibt, dann bleibe ich hier auch nicht. Finden wir mal ein bisschen hier rum. Gehen wir mal ein bisschen tiefer. Richtung Berge fliegen. Ja, aber trotzdem. Trotzdem wunderschön. Ne? Bis auf die Bodentextur. Ich kann es nicht oft genug erwähnen. So, fliegen wir nochmal da hinten kurz hin. Ne, auch hier geil, wie das also runtergeht. Das ist eine Rodelpiste ist das. Ganz bekannt. Sehr, sehr nice. Ne, und wie das generiert wird hier mit diesen Löchern und den verschiedenen Farben, das haben wir ja auch schon mal im Inside Star Citizen gesehen. Ne, da werden einfach die Höhen angepasst. Das wird natürlich nicht manuell getan, ne, sondern das wird so eine Mischung aus manuell und generiert. Ne, und umso tiefer, oder das hat verschiedene Schichten, und umso tiefer man abnimmt, umso mehr verändert sich dann auch da so ein bisschen die Farbe. Und so ungefähr kann man sich das vorstellen. So. Hier sind so ein paar Berge. Und ach, ich freue mich schon so auf die Zeit, wenn wir später mal solche Sachen entdecken. Wir fliegen in ein System und dann ist da ein unbekannter Mond, so ein ganz kleiner, den wir zufällig finden, ne? Und dann können wir den erforschen. Boah, ich weiß gar nicht, ich glaube, da bleibt man Monate, um den dann wirklich richtig zu scannen und kartografieren. Sehr, sehr geil. Gut, ich glaube, mehr gibt Magda jetzt hier nicht her. Wir machen uns mal wieder auf und fliegen nach Ita, unserem letzten Mond hier im Stanton-1-System, und schauen uns den mal an. Also Freunde, dann bis gleich. Und da sind wir auch schon bei ITA, dem letzten Mond hier im Stanton-1-System. Und was sagt ihr, ist es die 3.13 oder die 3.12? Falsch. Das hier ist nämlich die 3.13. Die 3.12 sah noch so aus. Und hier sieht man auch ganz klar, finde ich, dass es hier ein neues Repainting gab. Also die Farben sind ja so ein bisschen verändert. Auch dass die Flächen sind so ein bisschen anders verteilt. Gefällt mir, ja, ist glaube ich Geschmackssache. Ich finde es so mit der 3.13 fast besser. Das war mir hier jetzt mit der 3.12 nochmal zum Vergleich fast ein bisschen zu fleckig. Ja, das ist jetzt so ein bisschen, ich sag mal, realistischer. Ne, für uns erfahrene Raumfahrer, wir wissen ja, wie Monde aussehen. Ne, und das ist natürlich jetzt hier so ein bisschen besser. Aber das ist natürlich nicht alles. Wir gehen nochmal runter und gucken uns nochmal die Ground Textures an. Ob wir hier auch dieses Getille haben in der Bump Map. Aber ich denke mal ja. Und ich vermute auch, jetzt vom Flug von Magda bis hier nach Ita kam es mir so in den Kopf, dass das, glaube ich, gar nicht der Job war für die 3.13, sondern das ist wirklich die Planet Tech, die hier eine Rolle spielt, und die wurde ja nicht überarbeitet. Ne? Hier ging es ja wirklich nur um die Paintings, und die haben sich auf jeden Fall angepasst, und es ging um die Steine, um die Geologies, und es ging halt auch um die Assets, die halt mehr verteilt worden sind
und auch erweitert wurden. Das war ja das Hauptmerkmal. Deswegen hat sich da wahrscheinlich auch nichts verändert. Aber gut, wir gehen mal runter, gucken uns das Ganze mal von unten an und sehen uns dann gleich wieder. Und wir treten wieder in die Atmosphäre ein. Und wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, dass auch hier die Atmosphäre sehr, sehr dünn ist. Ich gehe mal vom Gas, dass wir nicht zu schnell sind. Fliegen wir mal rüber zu diesen Flecken. Und schauen uns das Ganze nochmal von unten an. Aber das mit der Atmosphäre mittlerweile ist echt ganz cool, finde ich. Man hat wirklich das Gefühl von, oh ja, hier ist die Atmosphäre nicht so dicht, wie jetzt zum Beispiel bei Hurston, als wir da runtergegangen sind. Da hatten wir ja so richtig so einen Schweif und das war auch richtig lange, ne? Und hier bei den anderen Monden, beziehungsweise jetzt hier auch Beispiel Eta und Magda auch eben, da ist die Atmosphäre halt sehr dünn, ne? Und deswegen ist da auch die Eintrittsflamme nicht so intensiv. Aber trotzdem sieht das alles sehr, sehr geil aus. Ja, klar, das poppt hier und da noch auf. Das kennen wir ja. Das müssen wir ja auch jetzt nicht immer jedes Mal wieder erwähnen. Soll ich jedes Mal wieder auf so Butterbrot schmieren? Ja. So, dann düsen wir hier nochmal lang. Hier steigen wir dann jetzt nochmal auf. Wetter ist, geht so. Ja, aber auch hier keine grünen Flecken. Nee, das war Magda mit diesen Steinchen. Ne? Ja, keine Ahnung. Vielleicht waren wir jetzt gerade auch an einer Stelle, wo die nicht waren. Das kann natürlich sein. Aber gut. Keine Ahnung. Ne, vielleicht haben sie die auch rausgenommen. Aber das glaube ich nicht. Nervig, können sie nicht machen. Gut, dann gehen wir hier mal runter. Aber auch hier sehen wir, das ist ein karger, langweiliger Mond. Aber so ist das halt. Ne? Monde sind halt auch... Monde sind halt langweilig, dann kann man nichts machen. Ne? Und Cloud Imperium Games möchte das ja auch realistisch machen und nicht, dass man hier irgendwie jede 5 Meter irgendwie was Tolles findet. Das macht ja auch keinen Sinn. Das soll ja auch ein Gefühl von Leere haben, das Ganze. So, hier gehen wir mal runter. Aber auch hier die Bodentextur, wir sehen es schon, ne? hat dieses Problem. Aber das wird die Planetech sein. Da bin ich fest von überzeugt. Gut. Aus ist aus. Wetter ist sehr, sehr schlecht. Aber egal. Wir haben ja einen Raumumzug an. Und danach, wenn wir dann hier fertig sind mit Eta, mache ich mich mit meinem Mutterschiff auf nach Stanton 2, Crusader. Oh, hui, ich schwebe, Batz. Ja, ist er gestolpert. Und durch die niedrige Anziehungskraft ist er jetzt hier, ist er so weggeflogen, ne? Hier, hui. Hätte ich gern von außen gesehen, schade. Gut, genau, hier die Bodentextur, ne, das Painting, das sieht alles wunderbar aus. Ne, hier sieht man auch, in den Farben sieht man auch keine Wiederholung, ne, das sieht man wirklich nur in der Bump-Map, also in der Höhen-Map. Ne, sehr, sehr cool aus. Auch mit dem Sturm. Gefällt mir gut. Harvestables. Weiß ich nicht, ob es hier wirklich welche gibt. Neue. Was willst du auf so Monden? Auch Harvestablen. Wir haben hier minus 6 Grad. Das ist jetzt nicht wirklich kalt. Das ist schon mit einem
warmen Jäckchen schon fast auszuhalten. So, was sie auch irgendwie rausgenommen haben, ist, dass der die Hand von Helm nimmt, ne? Das ist irgendwie auch nicht mehr drin. Normalerweise müsste der das jetzt machen. Aber er macht's nicht. Na, er kämpft zwar hier an, gegen den Sturm, aber dass er da die Hand hochnimmt, das ist irgendwie... Oh, wo bin ich jetzt? Hä? ja, keine Ahnung. oh! Ja, aber kurz mal auch die Felsen weg. Oh, das mache ich nochmal. So, und jetzt... Und jetzt, bam, Mond, Planet, keine Ahnung, zack, bumm. ja, keine Ahnung, was da los ist. Das ist irgendwie eine dritte Kameraeinstellung. Normalerweise hat man ja nur zwei. Ne? Also einmal hier in die hier, dann kann man in die und dann kommt man normalerweise in die Innenansicht, aber da ist jetzt so. So, und dann macht er den Quatsch. Ne? Ist wohl ein Issue-Council-Eintrag wert. Freunde, ja, so viel zu den überarbeiteten Monden und Hörsten, was die Paints und die ganzen Steine und so weiter angeht. Sieht auf jeden Fall geil aus, ne? Und ich denke mal, das ist aber auch immer noch nicht das Ende der Fahnenstange. Also ich glaube nicht, dass diese Wiederholung, dass das wirklich gewollt ist von Cloud Imperium Games. Ich denke mal, da werden die nochmal rangehen irgendwann. Kann mir aber auch vorstellen, dass das aufgrund der Performance erstmal so passt. Ne? Ist ja auch in Ordnung. Und dass das später dann angepasst wird, Leute. Ich würde sagen, für heute verabschiede ich mich. Und wir sehen uns einfach im... Ja, Mensch. So. Wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Ne? Ich fliege jetzt nach Crusader und da werden wir uns dann Yela, Selin und Daymar angucken. Und Crusader werden wir mal getrost uns sparen. Denn das wird erst in der Alpha 3.15 wahrscheinlich richtig geil aussehen. Sowieso, wir werden mit der Alpha 3.15 diese ganze Tour nochmal machen. Denn wahrscheinlich kommt dann die Cloud-Tech rein und dann werden wir auf jeden Fall nochmal einen Unterschied sehen. Auch was den Eintritt in die Atmosphäre angeht und den Eintritt durch die Wolkendecke, die Dolkenwecke. und ja... Freunde. Ich hoffe, es war interessant für euch und wir sehen uns dann im Stanton 2-System. Also, tschüss.